Jo Leute, da sind wir wieder bei Minecraft Hacked Light mit dem Sven und mit dem Markus. Und ja, ich mache heute mal ein bisschen im Wald hier platt und ein bisschen Terraforming. Kompressor. Genau, weil ich mache mich heute nämlich dran, einen Mass Fabricator zu bauen. Dafür brauche ich allerdings erstmal einen Kompressor. Und dann brauchen wir noch jeden Ich Menge sammle Marvel. Anderen Scheiß. Du machst Marvel. Wie halt und Mauer. Immer. Und Mauer, ja. Wir haben nicht vor, eine Mauer zu bauen. Wir tun es trotzdem, weil wir es können. So, ich muss erstmal Sven seine tolle Baumfarm hier kaputt machen, weil die ist ja richtig Premium angelegt. Dein Arsch. Weil er kann das einfach nicht. Er hat nur Angst, dass er es nicht besser hinbekommt. Doch, meine sieht deutlich besser aus. Meine gebaut. Ja, die ganzen Rubberbäume da hinten. So. Deine sind die, die da alle irgendwo zufällig in der Prärie rumstehen, wolltest du sagen. Nicht zufällig, das ist alles geplant. Random shit. Die sind alle genau geplatziert worden. Wie dies, wo ich jetzt dazu mache, neu. So, wie viele habe ich da jetzt gebraucht? Nein. So, brauchst du noch ein bisschen Rubber? Ich habe wieder ein bisschen. Achso, ihr seht unsere Extractor, mein Freund. Jo, mache ich. Ich lasse gerade unsere Kühe sich paaren und unsere Schafe. Achso, das ist der Markus, der hier rumchillt. Schafft er schon wieder nichts mehr, der faule Hund? Ich glaube, der ist AFK. Achso. Eine Tropkakteen. Tropkakteen. Ich bin nicht AFK, ich baue hier gerade. Warum hast du Kakteen nach mir geworfen? Weil ich die nicht brauche. So. Die Schafe. Und die Kuh nochmal. So. Ich werf da einfach Sachen auf mich. Ja, Kaktus. Ich werf immer Sachen auf mich. Warum ist da noch Kuhfleisch drin? Das brauchen wir auch nicht da drin. Ich muss ein bisschen Cobblestone in den Ofen hauen. Wo ist denn der ganze Kobel? Linke Seite. Linker Flügel. Ich mach mal den Schacht bei den Dingern jetzt breiter, damit man da mit dem Jetpack besser fliegen kann. Ja, wo ist denn das? Und irgendjemand muss sich auch mal drum kümmern, dass unser Keller gescheit wird. Markus. Ja. Wir brauchen auch noch eine Säge. Die hab ich. Nein, ja. Nein, nicht eine Säge, eine Sägenmühle. Ne? Eine Sägemühle oben. Wo sind denn? Ach, hier sind die Kisten. Ja. Alter, wie lange hat das jetzt gedauert, Alter? Bisschen lang, ey. Aber 5 Minuten oder so. Boah, ist das lang. Dropson. Ich bin die ziemlich normal sogar. 4 bis 5 Minuten. So, dann können wir einen Ofen mal abbauen. Oder selige. Was? Ofen abbauen? Ofen abbauen, den Ofen abbauen. Ach so, Futterbotter Außenöfen ab. Das darf er machen. Ich dachte schon, du willst meine Öfen hier abbauen. So. Dann hättest du jetzt ein Problem. Gut, dann haben wir hier nochmal wieder aufgebaut. Bisschen Kohle rein. So, ich muss jetzt warten. Also den Kompressor habe ich jetzt dann quasi fertig. Das heißt, jetzt kann ich mich wieder an den Mass Fabricator machen. Ja, dass wir die Strom, den wir mal kriegen, auch sinnvoll nutzen können. Den Generator da unten, die Bedbox. Ja gut, die ladet sich nicht. Ich zwei Electronic Circuits. Was? Nein! Oh Mann, jetzt hat er mir wieder seinen ganzen Schrott hingeworfen. Da ist ja auch nichts mehr drin, sondern so. Ja, eigentlich haben wir jetzt schon alles schön gemacht. Dann gehen wir ein bisschen die Landschaft erkunden. Weil da drüben habe ich noch was gesehen, da ist ein Sumpf. Vielleicht haben wir da eine Hexe. Auch Lapis Lazuli. Haben wir Lapis Lazuli? Nein, haben wir nicht. Wir haben keinen Lapis Lazuli. Schau in die Kisten. Nein, ist nichts drin. Ich glaube, wir hatten sogar eins mal. Oh, hier sind die Chunk Bugs. Da unten ist noch eine riesige Mine. Fuck, wir haben keinen Lapis Lazuli. Was habe ich gerade gesagt? Ich gehe mal meinen, ne? Brauchst du noch Slime? Ja, kann man immer brauchen. Dann töte ich gerade mal den Bobby da. Wenn die Creeper mich nicht vorher töten. Ich nehme jetzt die Dierspitzhacke mit dann zu meinen, weil ich will länger weg sein. Ja, mach mal. Wir brauchen ja alles noch. So, da noch einmal meinen Schachtelpack unten in der MFE auf, damit automatisch alle Generatoren wieder angehen, die wir jetzt mal festgestellt haben. Ach, Schnauze. Ich sag dir, wenn sie in die Luft geflogen sind, sage ich dir's. Ja. Nein! Ja, du bist gerade. Wie kann der mich. Ich hab volles Leben! Gut, ich glaube, du bist gerade in die Luft geflogen. Ja, okay, der hat. Schock. Wie kann der. Ich hab. Wenn er direkt neben dir steht, macht er One-Hit. Boah.
Oh, mein Chatpack ist voll und sofort beginnen alle Geothermal-Dinger aus. Sehr langweilig. Die fliegen ja gar nicht in die Luft. Die Tür. Boah, Alter, halt die Schnauze. Wo bist du denn in die Luft geflogen? Ich will da ein bisschen Lava hinkippen. Kannst du gern passieren, Klingeling. Doch. Du hast deine Items nicht haben. Ich glaube, ich gehe in den Nether, um da zu farmen. Was? Ah ne, da kriege ich auch... Doch, im Nether kriege ich Lapis Lazuli viel einfacher. Ja, mach das. Ja, ich weiß, dass die Zombie-Pigs mich angreifen. Ja. Bin auch nicht blöd. Nicht nur das. Geh in der Nether und farm dort, Sachen. Ich weiß auch, dass die Erze explodieren. Verdammt. Ich kenne die ganzen Scheißregeln. Ich habe das Ding ja auch gespielt, Mutter. Mhm, genau. Wahrscheinlich sogar schon länger gespielt wie du. Oh, jetzt explodiert. Geh ich meinen Schritt zurück. Bist du im Nether oder was? Ja. Natürlich mache ich das jetzt im Nether. Wenn ich sage, ich gehe im Nether, um da Dinge zu fahren, dann gehe ich in den Nether und fahre da Dinge. Jawohl, mach das. Beispielsweise das Lapis, was ich hier gerade abbaue. Nether-Lapis. Das musst du aber brennen, gell? Ich muss nicht Nether-Lapis brennen. Kannst natürlich auch als Deko-Element irgendwo hinstellen. Das sieht aber scheiße aus. Ich glaube, ich habe alles. Wir können eigentlich uns mal Diamant-Trills machen. Nein, die sind scheiße. Ja, Mann. Die sind immer noch scheiße. Geil. Immer noch für Diadrills. Nein, ich nicht. Diadrills. Dann sammle Diamanten, macht's euch. Ich will keine, ich will normale Dia-Dinger haben. Ich will die verzaubern. Du hast dann einen schönen Dia-Verbrauch im Gegensatz zu uns. Wir nehmen einmal drei Stück und die halten für immer. Immer. Und du brauchst drei Stück für jede neue Spitzhacke. Und wenn ich die aber mit Efficiency und alles habe, dann ist es trotzdem deutlich besser, als was ihr habt. Nur eine gewisse Zeit lang. Dann hast du ja keine Diamanten mehr, weil sie kaputt ist. Nö, die kannst du ja zusammenschmieden mit den anderen und die Effekte kombinieren. Ja, stimmt. Und dafür brauchst du wieder Diamanten. Aber ich baue jetzt und eine Level. Quarry. Die kann man auch... Ah, oh, ich weiß, was wir machen. Eine Quarry bauen. Für was ein Mass Fabricator? Wir nehmen eine Quarry. Nein, wir brauchen einen Mass Fabricator und eine Quarry. Ja, so viel Energie haben wir dann im Moment auch noch nicht. Doch. Wir haben 600.000. Weißt du, wie schnell das weg ist? Gar nicht schnell. Du spielst eine Quarry an und dann ist das Ding gleich leer. Nein. Okay. Schwetsch. Moment, dann bauen wir noch ein Paket Thermal. Wir können 8 Thermalgeneratoren. Du weißt gar nicht, was wir mit 8 Thermalgeneratoren antreiben können. Doch, so eine Quarry. Nicht nur. Scheiß, wo ist also, unser... eine Quarry auf Highspeed. Ja, ja. Scheiß, wo ist unser Haus? Haus beim Wegpunkt, den du dir hoffentlich gesetzt hast. Natürlich. Oh Mann, nicht. Ich habe beim Portal wieder keinen gesetzt. Ja. So blöd, ne? Aber ich habe einen bei der Pumpe. Und bei der Pumpe finde ich das Portal. Scheiße. Ich glaube, in die Richtung muss ich. Alter, ich habe das Portal wieder gefunden. Ja, ich muss mal was essen. Weil wenn du eine Quarry hast, machen wir eine 64x64 Quarry mit Antrieb von dem Thermalgeneratoren, der Messfabricator braucht ja Scrapboxes, um dann U-Meta zu machen. Um U-Meta zu machen? U-Meta. Und durch die Quarry, die riesige, tun wir das alles in den Recycler machen, haben Scrap und dann geht es schneller. Ey, die Zombie-Picks sind ja gar nicht aggressiv. Ich dachte, die catchen mich jetzt, aber ich habe keine Lust zu catchen. Ja, könnte ich eigentlich machen, bevor sie mich gleich angreifen, wenn ich farmen will. Ja, töte sie. Alter, fuck! Minecraft hat sie einfach minimiert. Aha, sind wieder explodiert, super. Was? Unsere Maschinen. So viel zu dem Thema, ne? Wow, ich habe gerade vor die Einbildung, dass neben mir ein Kühler hockt, Alter. Sie haben aber länger durchgehalten als zuvor. Gut, dann machen wir es diesmal vielleicht gleich mit Copper-Cable hin. Ja, die Copper-Cable haben sich nämlich auch alle verabschiedet. Ja, wie wär's dann diesmal Copper-Cable anschließen? Von Anfang an? Ja. Klingt sinnvoll, oder? Was haben wir? Electric Furnace haben wir wieder noch. Der Rest ist alles am Arsch. Ich wollte ein paar Zombie-Picks klatschen. So. Weil ich mit denen den Krieg angefangen habe. Das musst du aber machen. Ich weiß nicht, was da noch alles gestanden ist. Ja. Cool, du hast wieder all meine Maschinen zerbombt. Ach übrigens, ich möchte festhalten, das war Futurs Schuld. Darf ich dich jetzt auch 15 Mal in Folge töten? Nö. Das hast du nicht vorher gesagt. Eben. Ich wäre jetzt gerade auch fast suffocated in der Wall. Du kannst ihn gerne töten, ja, aber... Das ist dann ungerechtfertigt, dann töte ich dich 15 Mal. Ja, okay.
Es zerstört deine ganze Aufnahme, das ist es nicht mehr wert. Ja, die ist eh gleich rum. Ja, dann töte ich dich in deiner nächsten Aufnahme dreimal. Wenn du die beendest, bevor ich dich Gut, ich habe getötet habe. irgendwie einen Bug. Ah, jetzt geht's wieder. Ich hab einen Bug, ich muss ganz schnell die Folge beenden. Nein, ich kann die Kisten nicht mehr so öffnen, wie ich das Ja, wollte. es hat geleckt, weil ich gerade gewechselt habe. Ach so. Ey, die haben mich geschlagen da unten. Unglaublich. Haben wir die jetzt auch Mezzeraiden? Die Was? ganzen Sachen? Wenn wir einen hätten, Ja, ja. die kann man auch Mezzeraiden. Unser Mezzerader steht übrigens noch. Ah, gut. So, das kommt ja hier mal hin. Du warst auch einmal behalte ich. Die Slime Ball, das kommt da hin. Der Zaun war irgendwo da drüben. Warum zur Hölle wollte ich jetzt mit Netherrack Mezzeraden? Ah, man bekommt drei Pulverized Lead aus einem Lead Ore aus dem Nether. Ja, sie sind mehr Praktisch. wert als unsere. Ja, ich weiß. Aber ich dachte nicht, dass man aus dem Mezzerader auch so geil rauskriegt. Ach so. Brauche ich da mal eine Copper-Cable-Verbindung hier und baue unsere ganzen Maschinen neu, ne? Ja, mach das. Du hast ja kaputt gemacht. Und das nächste. Nein. Das nächste Mal, Futur. Mach das Ja. gleich so, wie ich sag, ne? Nö. Warum ist da oben jetzt Bitch eigentlich voll. ein. Ja, es hat ja genauso geklappt, wie ich gesagt habe. Ich habe gesagt, es fliegt in die Luft. Und? Was ist passiert? Ich hab gesagt, es fliegt in die Luft, wenn du direkt dran fährst. Warum Ist ja. steht hier eigentlich ein Electric Furnace? Aber du da Der steht auf dem hingestellt. falschen Block. Da habe ich ihn nicht hingesetzt. Nicht? Futur? Hast du meine Maschinen Mongo, Alter. abgebaut? Ich töte dich gleich, ey. Du hast zufällig meine Maschinen abgebaut und Du umgesetzt? kannst mich gerne helfen. Ich helfe dir gleich, Markus, wirklich. Nein, ich habe deine Maschine nicht umgesetzt. Ich habe nur aufgelesen, irgendwo hingesetzt, wo er mich nicht gestört hat. Ach so, der lag hier rum. Ja. So, da ich eh gleich wieder fahren muss, brauche ich jetzt eine Eisenspitzhacke. Weil unsere Ressourcen gehen auch Hast du auch dann. den Hebel da hinten neu gesetzt? Nein, den habe ich so gelassen. Nein, da war neu gesetzt, weil. Hey, warum bewegt sich die untere Redstone-Engine nicht? Kaputt, buggt. Gut, er macht alles kaputt, nur mit seiner reinen Anwesenheit. Ja. Unglaublich mit dem Jungen. So, jetzt geht's ja wieder. So, was fehlt uns denn jetzt? Da unten fehlt uns ein Extractor. Was war hier oben angeschlossen? Der Kompressor, den ich gerade gebaut habe, ist klar. Habe ich den nicht am Anfang dieser Folge gebaut? Ich weiß es nicht. Gut, du. Beginnt gleich der Krieg, ne? So dumm ist ja nicht, scheiß Maschinen anzuschließen. Übrigens, ich schließe meine Maschine jetzt hier gerade mit Copperkabel an, so wie ich es machen wollte und Foto mir erklärt hat, da ist der Widerstand zu groß. Gut, ich weiß, was das Problem an unserer Sache ist. Du bist inkompetent? Nein. Du kannst kein Copperkabel an eine MFE anschließen. Das geht nicht, ne? Das heißt, ich brauche jetzt einen Hat er wieder LV-Transformer. explodiert? Nein. Dann mach doch ein, zwei die Glasfaser und der Rest Kupfer. Nein, dann fliegt es uns wieder in die Luft. Nein! Junge. Ich bin mir Halt dich fast raus. sicher. Halt dich raus. Ich bin mir fast sicher. Fast sicher. Bis auf die Tatsache, dass es uns immer in die Luft geflogen ist, wenn Futurs nicht sicher war. Fast sicher. Ich hab nicht Ja, aber gesagt. selbst wenn du dir jetzt sicher warst, ist es in die Luft geflogen. Bei mir ist es noch nie, in meinem anderen Map ist es noch nie in die Luft geflogen.
So, was mache ich jetzt eigentlich? Also die Aufnahme beenden auf jeden Fall gleich. Und dann gucken, was das Sven hier fabriziert. Das kann. Lalalala. Sichtbar. LV-Transformer. Copper-Cable. So, das gucken wir uns jetzt mal an. MV, was ist das jetzt? Alter, das ist einfach ein Zombie. Alter, das ist einfach ein Skelett mit Goldrüstung. Ist doch geil. Kompletter. Was ist denn das, was du da hingebaut hast? Jetzt muss Was? ich überprüfen, warum man das Ding hinsetzen musste. Das ist ein LV-Transformer. Hast du den jetzt eingesammelt? Nein. Geh Ah, wieder doch. her. Fast wärst du gestorben. Ah, ja, hättest du wohl gern. Nein, du musst, glaube ich, die drei Löcher müssen. Ja, so. Und jetzt geht oben alles an. Warte, ich gehe gucken. Ja, ich höre das doch. Ja, hat alles Strom. Supi, läuft wieder. Also, dann beenden wir hier mit die Folge Ich möchte Nummer. sagen, Foto ist inkompetent. Nein. Und ihr seid beide inkompetent. Und Markus ist oberinkompetent. Ah ja, ich schaffe wenigstens was. Irgendeine Oh, Maschine von uns macht ganz shit. komische Geräusche. Das ist Achso, ganz gut. das sind unsere Geothermalgeneratoren, die ganze Zeit aus- und angehen, weil zu wenig Strom verbraucht wird. Futter, komm mal in den Keller. Ich Wir haben unsere komme. eigene Disco. So. Mit Subwoofer und Lichteffekten. Subwoofer. Subwoofern und Lichteffekte. Ah ja, weil es immer auf 5999 geht und dann wieder auf 600.000. Dann gehen die mal an und aus. Das ist aber Käse. Ja, so geht zumindest unser Kabel hier nicht mehr voll, weil sie immer ein bisschen verbrauchen. Gut. Also Leute, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.